Ja, ihr merkt schon, Leute, es ist irgendwo ein ganz anderes Video, ein ganz anderes Intro oder besser gesagt gar kein Intro. Vielleicht haben sich viele von euch schon gefragt, was es jetzt mit dem Titel auf sich hat. Und um es kurz zu machen, ich habe mich von Sarah getrennt. Das fällt mir wirklich schwer, das zu sagen, weil eigentlich liebe ich sie noch über alles, wirklich über alles. Warum und weshalb, erzähle ich euch gleich noch. Aber was mir wichtig ist, vorab, dass das alle wissen, die eben dieses Video hier schauen, dass mir persönlich erstmal irgendwo sehr viel daran liegt, dass ich zu euch offen und ehrlich bin. Weil der Platz hier, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Video erinnern könnt, ist ganz besonders. Denn hier habe ich auch das Video aufgenommen, wo ich erzählt habe, dass ich eine Freundin habe und dass diese Traumfrau in mein Leben gekommen ist. Also, dass diese Frau wirklich für mich eine Traumfrau ist. Ihr merkt schon, ich verstricke mich so ein bisschen. Auf jeden Fall, ich habe mich von Sarah getrennt. Es fiel mir sehr schwer und eigentlich liebe ich sie. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, hey David, das ist doch ein Paradoxon. Wenn man jemanden liebt, dann trennt man sich doch in der Regel nicht von einem. Außer die Person geht fremd oder macht halt irgendeine Scheiße. Ich möchte jetzt auch überhaupt nicht, wirklich, das ist das Letzte, was ich möchte, dass ihr irgendwie ein schlechtes Bild von Sarah bekommt. Ja? Also wirklich, egal was ich erzähle, ich werde nicht ins Detail gehen, bewusst, aber egal was ich erzähle, ihr sollt kein schlechtes Bild von Sarah bekommen, weil das wäre einfach falsch. Okay? So, ihr wisst, YouTube ist schon eine sehr offene Plattform. Mein ganzes Leben ist sehr, sehr offen. Egal ob Instagram oder YouTube oder TikTok, whatever. Ich poste sehr viel, ich erzähle euch sehr viel. Aber manche Dinge erzähle ich eben nicht. Und das sind meistens die Dinge, die nicht so schön sind. Die Dinge, die mir persönlich wehtun. Egal, was das jetzt ist. Oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Ich setze mich ja nicht vor die Kamera und sage so, hey Leute, mir geht's heute richtig scheiße. Ich habe heute einen richtig beschissenen Tag. Und auch ich habe mal beschissene Tage. Und auch ich habe Probleme in einer Beziehung, beziehungsweise habe eben einfach das Gefühl, dass ich heute ein bisschen verletzt bin, aufgrund von diversen Dingen, die vorgefallen sind. Und jedenfalls sind in der Vergangenheit, in unserer Beziehung, Dinge vorgefallen, die mir sehr wehgetan haben. Und ich würde sagen, ich vergebe sehr viel. Ich bin ein sehr, sehr loyaler und treuer Mensch und ich vergebe sehr viel, weil ich mir halt immer denke, und das ist auch bei Freunden so, wenn ich jemanden mag, wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich diese Person. Das heißt, diese Person liebe ich auch mit den Fehlern, mit den Makeln. Und jeder hat Fehler, jeder hat Makel, auch ich habe viele. Ich glaube, meine größte Schwäche ist, dass ich manchmal zu viel arbeite und dann vor lauter eben vergesse, dass ich noch viele Freunde habe, um die ich mich kümmern sollte oder eben eine Freundin. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass mich Freunde daran erinnern und auch die Freundin, denke ich, habe ich da Fortschritte gemacht. Aber darauf will ich ja jetzt gar nicht rumreiten, sondern einfach, dass wenn ich jemanden liebe, ich an der Seite bin. Und ich akzeptiere auch kleine Fehler und sehe darüber hinweg. Wenn jetzt zum Beispiel Besuch kommt und der Besuch lässt die Schuhe im Flur stehen, so, dann ist das jetzt nicht so cool, aber im Grunde genommen kann ich darüber hinwegsehen, weil ich die Person extrem mag. Und wenn es ganz oft vorkommen sollte und ich wirklich merke, das triggert mich extrem, es macht mich wirklich sauer, dann sage ich so, hey, pass auf, räum doch mal deine Schuhe beim nächsten Mal zur Seite. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel gewesen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Man kann sich über die Fliege an der Wand aufregen, man muss es aber nicht. Macht man die Fliege zum Elefanten oder nicht? Das ist halt immer die Frage. Und auch da muss ich sagen, ich hab sehr viel vergeben in der Beziehung mit Sarah, wirklich viele Dinge. Und davon bin ich auch überzeugt, natürlich sieht man das immer selber aus einer anderen Sichtweise. Und gerade wenn man Gefühle hat, ist man schneller verletzt.
Aber ich habe mit sehr vielen Freunden auch darüber geredet. Und wie gesagt, ich möchte wirklich nicht, dass ihr ein schlechtes Bild von Sarah bekommt. Aber viele haben mir halt gesagt, hey David, da wäre für mich an dem Punkt schon längst Schluss gewesen. Aber ich habe halt gesagt so, hey, ja, okay, das nehme ich zur Rücksicht. Aber ich will nicht aufgeben. Ich will einfach nicht aufgeben. Ich liebe diese Frau. Sie ist umwerfend. Ich will nicht aufgeben. Aber auch ich bin nur ein Mensch. Und ich bin nicht Superman. Ich bin nicht Iron Man. So, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe Gefühle. Und irgendwann komme ich halt auch an meine Grenzen, wo ich dann sage, hey, pass auf. Ich kann nicht mehr, ich kann dir nicht mehr diese Liebe geben, weil mein Schmerz einfach zu groß ist. Und das war jetzt eben bei dem letzten Vorfall war es eben so, dass ich gesagt habe, so hey, ich kann das nicht mehr. Ich liebe dich, aber ich kann das nicht mehr, weil der Schmerz zu groß ist. Ich weiß nicht, wie ich diesen Schmerz kompensieren kann. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Es tut einfach zu sehr weh. Ich liebe dich und ich will mich nicht trennen. Aber ich muss es tun, weil ich so verletzt bin. Und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie Mitleid haben oder dass ihr mich vielleicht persönlich darauf ansprecht. Ihr könnt mir gerne, ich glaube, das wird mir persönlich sehr viel helfen, wenn ihr jetzt in diesen schwierigen Zeiten, ist wirklich nicht einfach für mich, ich bin selten schlecht drauf, mir geht es selten schlecht, aber jetzt gerade geht es mir wirklich schlecht. Ihr könnt mir gerne einfach mal schildern, was ihr für Erfahrungen gemacht habt in Beziehungen, ja? wie ihr mit einer Trennung umgegangen seid. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt sagt so, hey David, das wird schon, du findest wieder eine andere. Es ist nicht meine erste Beziehung, es ist nicht meine erste Trennung und ich weiß, dass es wieder einen anderen Menschen geben wird, den man auch irgendwo in sein Leben lassen kann, beziehungsweise den man eben sehr, sehr gern hat. Wann und wie das passiert und ob das Gleiche ist, das kann man natürlich nicht sagen. Ja? Tendenziell finde ich es, weil ich hatte halt schon ein paar Beziehungen, finde ich es immer schwieriger, erneut zu vertrauen, erneut über all diese Schmerzen, die man erfahren hat, über die teilweise auch Lügen, also jetzt auf alle Beziehungen gesehen, es fällt immer schwerer zu sagen so, hey, ich vertraue der Person. So die allererste Liebe ist was ganz Besonderes, weil man ist unverletzt, man ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Man weiß noch nicht, wie sehr es wehtun kann und deswegen hat man eben man hat gar keine Bedenken. Man ist nicht skeptisch, auch nicht eifersüchtig. Also so war es bei mir zumindest. Ja, aber Beziehung für Beziehung wird das, finde ich persönlich, irgendwo schon relativ schwierig. Ich schaffe es trotzdem, immer wieder über diesen Schatten zu springen. Und ich wünschte, ich könnte jetzt hier sitzen und einfach nur darüber reden, dass die Beziehung schwierig war und ich schwierige Momente hatte und das einfach mit euch teilen möchte, wir aber daran arbeiten. Aber es gibt kein Wir mehr. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe immer wieder versucht, jetzt auch nach der, das ist wirklich krass, auch nach der Trennung habe ich trotzdem dann gesagt, hey, pass auf, Sarah, ich habe mich von dir getrennt, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich liebe dich so sehr. Ich wünsche mir so sehr, dass das funktioniert. Ich glaube daran und bin überzeugt, dass wir das schaffen. Also immer wieder, weil ich von der Persönlichkeit her auch, glaube ich, einfach so ein Typ bin, dass ich niemals aufgebe. So, ich gebe immer weiter Energie rein, egal was das ist, ob Freunde, ob Freundin, ob Job, ob Motorradfahren, ob Autofahren. So, wenn ich für etwas strebe, dann tue ich alles dafür, dass ich darin erfolgreich bin. Und Sarah war in meinen Augen einfach nur eine umwerfende Frau, ist sie immer noch. Sie ist unfassbar charismatisch, sie hat ein tolles Lächeln. Ich habe gern mit ihr rumgeblödelt. Wir waren in Österreich am Plansee, wir haben tolle Momente zusammen gehabt, sind Motorrad gefahren, sind Lotus gefahren. Und wir hatten noch so viel vor. Eigentlich wollten wir jetzt Ende des Monats, Anfang Juli wollten wir nach Portugal fliegen, dann hätte ich ihre Familie kennengelernt und all so Dinge. Ja, ich wünschte, es wäre anders. Es zerreißt mir wirklich das Herz und
ihr kennt mich jetzt ein bisschen. Ich weiß, ihr kennt mich, viele von euch kennen mich nicht persönlich. Garantiert schauen sich das auch ein paar Freunde an. Deswegen Grüße an der Stelle, nicht nur an meine Community, sondern eben auch an meine Freunde, an meine Bekannten. Aber ich bin eigentlich schon relativ hart im Nehmen. Ich weine eigentlich nie. Aber durch diese Trennung, auch noch im Dasein von Sarah, habe ich geweint und das nicht gerade wenig. Und wenn ich weine, dann heißt das wirklich, dass mir das nicht unwichtig ist. Um vielleicht noch ein bisschen über Sarah zu sprechen. Ich hatte halt oftmals das Gefühl, dass sie nicht wirklich weiß, ob sie an meiner Seite sein möchte, ob ich sie glücklich mache. Das hat sie mir auch so gesagt. Das war eben so der Anfang von dem Gespräch, der auch dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich mich getrennt habe, dass sie eben zu mir gegangen ist und sie gesagt hat, sie weiß nicht, ob sie glücklich ist mit der Beziehung. Und ich bin immer so ein Mensch, ich will dann mit einem reden. Ja? Wenn ein Problem da ist, dann möchte ich mich mit der Person hinsetzen und möchte eine Lösung finden. Ich bin selten bis nie so veranlagt, dass ich sage, hey, ich möchte darüber nicht reden. Nö, ich habe jetzt meinen Standpunkt und der ist so. Ich möchte immer einen Kompromiss finden, ich möchte immer, dass die andere Person glücklich ist. Ne? Egal ob Freunde, Familie oder Freundin. Und so war es auch mit Sarah. Sie hat oft bemängelt, dass ich zu viel arbeite, dass ich zu viel mache. Das bekommt ihr alles nicht mit. Also ich stehe jeden Morgen um 8 Uhr auf. Ich gehe auch am Wochenende eigentlich nicht später als 0 Uhr, bis auf ein paar Ausnahmen schlafen, damit ich morgens eben wieder frisch bin und wieder weitermachen kann, weil ich so viele Ideen habe, so viele Sachen, die ich euch zeigen möchte, die ich umsetzen will. Egal, ob das jetzt der Autokanal ist, der neu dazugekommen ist, Projekte mit den Drift Brothers, Umbauprojekte, Hulk Project. Das sind so viele Baustellen, so viele Dinge und ich liebe das einfach. Ich liebe das, Content zu kreieren, ich liebe neue Dinge, ich liebe es, Menschen kennenzulernen und demnach arbeite ich sehr viel. Also ich würde es jetzt nicht als Arbeit betiteln, weil es für mich einfach eine Leidenschaft ist. So, ich liebe das, was ich tue und ich liebe die Leute, die mich umgeben, wirklich. Einfach ein großes Dankeschön auch an alle, die da in mein Leben getreten sind und mich auf diesem Weg so begleiten, beziehungsweise die ich begleiten darf. Das ist mir eine große Ehre. Ja, und um nochmal jetzt den Faden zurückzuspannen. Sarah hat mir gesagt, sie weiß nicht, ob sie glücklich ist. Und das hat sie mir oft auch irgendwo mit diversen Vorfällen auch immer wieder gezeigt, dass sie nicht weiß, ob sie mich wirklich liebt. Zumindest hatte ich das Gefühl. Ich will jetzt hier niemandem was in den Mund legen, aber ich hatte das Gefühl. Weil das halt so Dinge waren, die ich und ich glaube auch viele da draußen, die gerade das Video schauen, niemals machen würden, wenn sie einen Menschen wirklich lieben. So Dinge, wo ihr einfach doppelt und dreifach drüber nachdenkt und euch fragt, hey, tut das der Person nicht vielleicht weh, wenn ich das und das mache? Und das habe ich nie verstanden. Ich habe mich halt immer gefragt, wenn ich jemanden liebe, warum mache ich das dann? Warum sage ich der Person das dann oder warum verhalte ich mich so? Warum tue ich das dann? Ich habe auch mit Sarah oft darüber geredet. Sie hat sich auch definitiv gebessert. Wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, um nicht hier so eine negative Stimmung zu beschwören. Sie hat sich wirklich gebessert. Sie hat viele Fortschritte gemacht und ich würde sagen, ich auch. Weil nochmal, ich möchte hier nicht darstellen, dass ich super bin und Sarah nicht. Sie hat Fortschritte gemacht, wir haben Fortschritte gemacht und das war toll. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich habe das Gefühl, dass Sarah mich nie so krass geliebt hat, wie ich sie. Weil für mich war es immer klar, seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe, unser erstes Date war so cool. Ich weiß nicht, ob ich das euch mal erzählt habe. Wir waren verabredet, hatten ein Date in der L'Osteria Holzhafen in Hamburg. Ich habe sie damals abgeholt mit meinem Transporter, weil ich hatte den Lotus noch nicht. Und wir haben vorher schon verabredet, was wir anziehen. Ich habe gesagt, ich möchte ein rotes Kleid.
und hohe Schuhe, also richtig datemäßig, voll Klischee. Und dann durfte sie sich auch was wünschen und sie hat sich ein blaues Hemd gewünscht. Also schon ein bisschen schicker. Und dann habe ich sie da im Kastenwagen abgeholt und schon als sie aus der Tür rauskam und mich angelächelt hat, dachte ich mir so, boah, David, boah, bist du der Frau gewachsen? Also wirklich eine heftige Erscheinung, so charismatisch. Und ich persönlich habe mich eigentlich direkt verliebt. Man verliebt sich ja immer, würde ich sagen, erst in das Äußerliche. Und das muss auch stimmen, meiner Meinung nach. Und dann kommen die inneren Werte. Aber wenn man sagt, hey, ich finde die Person überhaupt nicht attraktiv, ist es, denke ich, sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, ich kann diese Person zu 100% lieben. Zumindest geht es mir so. Wenn das anders ist, ist es auch vollkommen okay. Ja. Und wie gesagt, ich hatte direkt das Gefühl, wow, ist das eine Frau. Sie hat mich einfach umgehauen mit allem. Wir haben uns so toll unterhalten, das war einfach schön. Und auch die Tage danach. Also, mir war relativ schnell klar, ich würde gerne in eine Beziehung mit dieser Frau gehen, weil das ist auch so ein Punkt, habe ich vorhin auch noch, als ich mit Sir ein bisschen gequatscht habe, angesprochen, das ist so ein Punkt, der mich irgendwie immer nervt, wenn ich eine Frau kennenlerne. Und zwar, dass man das so unnötig am Anfang in die Länge zieht, weil wenn man merkt, ey, man mag sich, man kann sich gut miteinander unterhalten, warum soll man das dann nicht einfach direkt probieren? Weil entweder funktioniert es oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ich hab nie daran gezweifelt, dass ich Sarah nicht an meiner Seite haben will. Seit Tag 1. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich sie nicht liebe. Nie. Nicht eine Sekunde, nicht einen Moment. Selbst als sie mich unfassbar verletzt hat. Wirklich so, es hat so weh getan teilweise. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gelitten habe. Es hat so weh getan. Und selbst in den Momenten wusste ich so, nee, ich liebe sie. Und das ist jetzt scheiße, aber sie wird das nicht durchdacht haben. Sie hat es nicht mit Absicht gemacht. Ja? Aber ich weiß nicht, ob es... Ich glaube nicht. Ich glaube, bei Sarah war es einfach... war es nie so 100%. Oder? Wenn ihr jemanden liebt, aufrichtig, dann macht euch doch einfach die Präsenz, die alleinige Präsenz der Person doch happy, oder? So war es bei mir. Ich habe gar nicht viel gebraucht. Das ist bei mir eigentlich immer so. Wenn ich jemanden an mich ranlasse, nochmal, ich bin sehr loyal, ich bin sehr ehrlich, sehr treu. Und wenn ich dann jemanden an mich ranlasse, dann macht mich einfach nur diese Person, die Anwesenheit der Person glücklich. Ich muss dann gar nicht großartig was machen. So, wenn die Person bei mir ist oder mich anlächelt, mich nett begrüßt, mir erzählt, was sie macht, so, das sind einfach so die Sachen, die brauche ich. Oder wenn man abends im Bett liegt, miteinander kuschelt. Sex gehört natürlich auch dazu. Aber das macht mich happy. Ich brauche wirklich nicht viel in der Beziehung, würde ich sagen. Einfach nur eine Person, die mir aufrichtig und ehrlich zeigt, dass sie mich liebt und dass sie mit mir das Leben verbringen will, alt werden will. Weil ich denke auch immer sehr weit in die Zukunft. Also sehr, sehr weit. Was an sich, finde ich, nicht schlecht ist. Ja. Und mit Sarah, Freunde, ich habe mir alles vorgestellt. Wirklich, alles. Wirklich, wirklich alles. Alles. Von A bis Z, die Welt erkunden. So, mein Plan ist es ja sowieso, um das nochmal kurz runterzubrechen. Ich möchte jetzt noch hart arbeiten, wirklich mir den Arsch aufreißen. Deswegen stehe ich auch immer so früh auf. Deswegen arbeite ich auch so viel, unter anderem. Nicht nur, weil mir das Spaß macht, sondern natürlich auch, weil ich die ein oder andere Mark verdienen möchte, den ein oder anderen Euro. Und mit 30 möchte ich die Welt zu 100% entdecken, so krass es nur geht. Sagen wir mit 32, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ich werde ja jetzt schon dieses Jahr 27, was echt krass ist. Ich möchte die Welt entdecken. Ich möchte eine riesengroße Weltreise machen. Am liebsten über 2-3 Jahre zwischendurch immer wieder nach Deutschland kommen, damit die Freunde da auch nicht drunter leiden, die Familie nicht drunter leidet, zumindest nicht extrem. Und dann möchte ich mit Mitte 30 spätestens Kinder bekommen. Und meinen Kindern möchte ich all dieses Wissen, was ich mir jetzt aneigne und
wenn die Weltreise dann stattfindet, all das Wissen, was ich mir aneigne, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die Kultur, und das möchte ich meinen Kindern erzählen können. Das ist mein Plan vom Leben. Und ich möchte fest etabliert sein, ich möchte abgesichert sein, finanziell, kontaktmäßig, in jeglicher Art und Weise möchte ich abgesichert sein. Und das ist meine Ambition, das ist mein Ziel. Und das habe ich mir mit Sarah alles vorstellen können. Ich habe so weit gedacht, weit über Kinder bekommen hinaus, ich habe so weit gedacht, dass ich mir vorgestellt habe, wie ich alt und faltig mit 90 oder 100 Jahren, ich möchte übrigens 107 Jahre alt werden, weil ich dann drei Generationen gelebt habe. Kann man das so sagen? Nee, drei Jahrhunderte, besser gesagt. Drei Jahrhunderte habe ich dann gelebt, von 1993 bis 2100, was irgendwie cool wäre. Jedenfalls hätte ich mir vorstellen können, mit Sarah mit 90 oder 100 Jahren im Schaukelstuhl zu sitzen und über die alte Zeit, über das Leben zu philosophieren und zu reden. Und ja, zu sehen, wie viele tolle Momente wir gemeinsam erlebt haben, weil das ist, was am Ende zählt. Momente, Emotionen und Menschen, die man auf seinem Weg kennenlernt. Es ist egal, ob man Millionär oder Tellerwäscher ist, im Endeffekt. Ne? Weil wenn wir irgendwann sterben, ist sowieso alles egal. Dann bringt einem die Millionen auf dem Konto nichts mehr. Aber den Weg, den man bis dahin beschritten hat, der ist halt viel wert. Und so weit denke ich eben, wenn ich sowas eingehe. Und für mich ist das dann auch, das ist jetzt vielleicht ein weirdes Beispiel, aber für mich ist das dann auch wirklich so endgültig. Ich sage so, hey, ich entscheide mich für dich, ich liebe dich, that's it. Und dann ist das so fest verankert. Das war schon immer bei mir so. Leider hatte ich halt in der Liebe mit meiner Partnerin nie so Glück. Und nochmal, den Vergleich wollte ich ja gerade machen. Ich bin dann eigentlich so ein bisschen wie ein treuer Hund. Ja, weil ein Hund, wenn ihr das jetzt mal vergleicht, er ist immer an eurer Seite. Man sagt ja auch, der ehrlichste und treueste Freund des Menschen. Er ist immer an eurer Seite, er begrüßt euch immer mit einem Lächeln, er freut sich jedes Mal, wenn er euch sieht, er beschützt euch. So, und all diese Aspekte habe und hatte ich in einer Beziehung. Und das war bei Sarah und mir genauso. Für mich war sie das Ein und Alles. Und ich habe keine Sekunde daran gezweifelt. Keine einzige Sekunde. Ja. Ich bin da echt nicht gut drin. Wirklich, Freunde. Ich bin da echt nicht gut drin. Ich mag keine Abschiede, ich mag es nicht, Schluss zu machen. So. Mir fällt das extrem schwer, auch das Video jetzt zu drehen und euch das zu erzählen, weil wenn ich das hier tue und hochlade, heißt es wirklich, dass es endgültig ist. Und eigentlich will ich das ja gar nicht. Das Paradoxe ist, es ist eigentlich noch verrückter, dass sie mich auch liebt. Sie liebt mich auch. Eigentlich möchte sie auch mit mir zusammen sein, aber irgendwas ist da. Irgendwie ist sie so hin und her gerissen. In einem Tag will sie an meiner Seite sein, bis wir alt sind. Und am anderen Tag ist irgendwas, was sie so stört, wo sie sagt, so, ich möchte das nicht, ich weiß nicht, ob ich glücklich bin. Gut, sie ist noch ein bisschen jünger als ich. Wie gesagt, ich werde jetzt 27 und sie ist 23. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Ja. Ich hoffe einfach, dass sie glücklich wird. Dass sie ein tolles Leben führen wird. Dass wir vielleicht in ein paar Jahren normal wieder miteinander reden können. Das dauert halt ein bisschen. Ich weiß, das geht vorbei. Deswegen, die Leute, die das Video gerade schauen, die noch keine Beziehung hatten oder gerade auch Liebeskummer haben, weil die erste Freundin Schluss gemacht hat, ich kann euch sagen, dieser Schmerz vergeht. Der wird vergehen. So, ich weiß das. Das war jetzt schon oft so und es tut jedes Mal immer wieder unfassbar weh. Unfassbar. Aber es wird weggehen. Auch wenn ihr jetzt gerade denkt, dass ihr nie wieder im Leben glücklich sein werdet, es wird vergehen. Zu 100%. Wirklich. Ich hatte Momente in meinem Leben, auch wegen einer Beziehung, ich dachte mir, ich kann nie wieder glücklich sein. Ich werde nie wieder glücklich sein. Ich war so fest davon überzeugt. Ich weiß noch, da war ich das allererste Mal am Meer mit meinem Bruder, mit meinem Halbbruder. Und
Ich bin noch nie geflogen, ich war noch nie am Meer zu dem Zeitpunkt. Aber meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht, die ich unfassbar geliebt habe. Und ich konnte nichts genießen. Die Sonne war unfassbar schön, das Meer war glasklar, wir hatten kühle Getränke, es war alles geil, aber ich konnte nichts genießen. Ich hatte null Freude. Ja? Also nur so am Rande, lasst euch das gesagt sein, ihr werdet auch wieder glücklich werden. Gar keine Frage. Ja, und nochmal zu Sarah, ich hoffe, dass sie glücklich wird, mit wem auch immer, dass sie ein tolles Leben führen wird. Mit mir wollte sie anscheinend diesen Weg nicht beschreiten, was wie gesagt sehr schade ist, macht mich extrem traurig. Es reißt erstmal ein Loch in mein Leben. Aber wenn es so sein soll, dann muss ich das ja akzeptieren, auch wenn ich es nicht will. Und es fällt mir echt schwer, weil ich einfach ein Kämpfer bin, in jeglicher Art und Weise. Ich kämpfe immer, immer. Ich gebe niemals auf. Ja. Mir war es wichtig, dass ihr das jetzt wisst. Ich bin zu euch immer offen und ehrlich. Und wenn es was gibt, was ihr auch wissen solltet, und ich finde, gerade das ist sehr, sehr wichtig, dann teile ich das mit euch. Ich hoffe, dass ihr in dieser schwierigen Zeit an meiner Seite steht und schreibt mir gerne eure Erfahrungen, was ihr gemacht habt nach einer Trennung, wie ihr damit umgegangen seid. Das würde mir helfen. Ich brauche keine hey, das wird schon und tätschel, alles cool. Ja, aber lasst uns die Zeit gemeinsam überstehen. Ich liebe euch, wirklich. Ich liebe euch als Community, jeden Einzelnen. Ihr bedeutet mir so unfassbar viel. Ich mache jeden Tag Videos und ich mache es verdammt nochmal gerne, weil ihr da seid, weil ihr ein geiles Kommentar schreibt, weil ihr einen Daumen nach oben gebt, weil ihr diesen Kanal abonniert, all das. Das macht mich unfassbar stolz, das macht mich unfassbar glücklich. Ja. Deswegen lasst uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben, und ich bin mir sicher, zu 100%, dass wir diese schwere Zeit gemeinsam überstehen werden.